Hallo bei Bildner TV. Ihr arbeitet mit Word? Dann kennt ihr sicher Folgendes. Bei der Standardeinstellung sind die Zeilenabstände viel zu groß und ihr passt sie immer und immer wieder an. Es gibt mehrere Lösungen dafür, wie man dies ändern kann. Bei uns erfahrt ihr die schnellste und einfachste. Mit nur zwei Mausklicks seid ihr die lästigen Abstände für euer Dokument los. Ein für alle Mal. Hallo, hier ist Ella. Und Andi, hallo. Ja, heute wollen wir euch die Lösung zu einem Problem präsentieren, das sicherlich viele von euch haben, die mit Word arbeiten. Nämlich die lästigen Absatzeinstellungen der Abstände und auch die Zeilenabstände. Ja, und in vielen meiner Kurse, die ich gehalten habe, war eigentlich genau das die erste Frage, die viele meiner Teilnehmer an mich gerichtet haben. Wie werde ich diese lästigen Abstände los? Ja, die langjährige Erfahrung ist ja auch in unseren Büchern mit eingeflossen. Schaut doch einfach mal unten in der Beschreibung, da findet ihr den Link dazu. Genau, da seht ihr den ein oder anderen Trick und Tipp zu Word. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach gleich mal uns das Problem näher an. Ja, gerne. Ja, du startest Word und du fängst jetzt an, zum Beispiel in den Brief eine Adresse zu schreiben. Ich bin ja faul, ich habe das schon mal vorbereitet, ich brauche bloß noch einfügen. Und schwupps, schon habe ich die Adresse geschrieben und du siehst, ich habe jetzt nach jedem Mal, wo ich Enter gedrückt habe, wo ich einen Absatz eingefügt habe, habe ich einen großen Abstand. Ja, das Ganze wollen wir ändern. Wie würdest du es machen? Ach je, ich würde es manuell machen. Also bei mir bedarf es schon mehrerer Klicks. Ich würde es über das Menüband machen, Absatz und Zeilenabstand. Genau. Mhm. Also wie du gesagt hast, ich muss zuerst markieren. Dann gehe ich oben auf den Punkt Zeilenabstand und jetzt kann ich einstellen, dass ich einmal nur 1,0 Zeilenabstand haben möchte. Und jetzt muss ich nochmal oben hingehen und gehe jetzt auf den letzten Punkt Abstand nach Absatz entfernen. Ja, und jetzt hätte ich es eingestellt. Ja, aber das ist ziemlich nervig. Es geht einfacher. Die schnellere Möglichkeit ist schon mal mit den Formatvorlagen. Formatvorlagen, du siehst hier oben haben wir die Formatvorlage Standard und gleich rechts daneben ist die Formatvorlage kein Leerraum. Aber auch da muss ich wieder alles zuerst markieren und jetzt kann ich hier oben auf kein Leerraum und du siehst, dann habe ich es gleich geändert. Geht natürlich viel schneller. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ja, aber auch dazu, ich mache es nochmal rückgängig, ist es nötig, ich muss das Ganze zuerst markieren. Du siehst, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur in einer Zeile bin und auf keinen Leerraum gehe, dann ändert sich nur der eine Absatz oder in dem Fall nur die eine Zeile. Die allereinfachste Methode, du gehst oben auf das Register Entwurf. Also oben auf Entwurf. Und dann findest du ziemlich weit rechts den Absatzabstand. Und du siehst, ich habe unten im Text nichts markiert. Und jetzt gehst du einfach auf Absatzabstand und stellst ein kein Absatzabstand. Ja, und egal, ob du jetzt nur eine Seite oder 30 Seiten hast, du hast jetzt keinen Abstand drinnen und kannst loslegen. Wenn man ein neues Dokument öffnet, wird die Einstellung dann beibehalten oder noch muss nicht man das jedes Mal einstellen? Also im Moment müssten wir es noch jedes Mal einstellen, aber du kannst es für jedes neue Dokument gleich von vornherein übernehmen. Mhm. Und zwar musst du es nur einmal einstellen und dann gehst du wieder bei Entwurf. Dort, wo du den Absatzabstand findest, gehst du nach unten und da hast du den Punkt als Standard festlegen. Ja. Ja, wir haben den Absatzabstand, kein Absatzabstand. Und jetzt nur noch als Standard festlegen. Da kommt auch nochmal eine Sicherheitsabfrage, wie du siehst. Mhm. Die bestätige ich mit Ja. Und jetzt werden in Zukunft all meine Dokumente, die ich bearbeite, mit diesem 1,0 Zeilenabstand und ohne die Abstände zwischen den Absätzen begonnen. Ja, das ist wirklich praktisch. Ja, ich zeige euch das Ganze nochmal. Ich schließe Word, speichere es nicht ab, öffne ein neues Word-Dokument. Ja, wenn ich jetzt was schreibe, dann siehst du schon,
keine Abstände mehr, einzeiliger Abstand und nicht mehr nach jedem Absatz dieser ja, größere Abstand, den ich drin habe. Ja, schön. Dann sind wir auch schon am Ende unseres Videos. Es wird auch noch weitere Videos zu Word geben. Ja, bleibt einfach dran, abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Und wenn ihr einige Tipps nochmal nachlesen wollt, dann schaut doch in unseren Büchern nach. Entweder das Grundlagen für Einsteiger oder das Profiwissen. Je nachdem, wie gut ihr euch schon in Word auskennt, solltet ihr eigentlich da alles finden, rund um Word, was ihr benötigt. Den Link dazu findet ihr unten. Ja, dann freuen wir uns auf das nächste Word-Video mit euch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis bald. Bei Bildern TV. Ciao.